Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute im Studio den Marc. Hallo. Ja, kennt ihr ja. Und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 10. November. Am 10. November haben wir auch ein Geburtstagskind. Ja. Ja. Und zwar ein sehr, 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 sehr prominentes Geburtstagskind. Den Friedrich Schiller. Ach, Friedrich Schiller. Der ist am 10. November 1759 geboren. Okay. Und er ist ein bedeutender deutscher Dichter, Philosoph und Historiker. Kennt man ja. Ich habe hier eine Liste seiner Werke. Es ist unglaublich. Die meisten davon kennt man oder man kennt fast alle davon. So. Die Räuber, Kabale und Liebe, Ode an die Freude, Der Verbrecher aus verlorener Ehre, Don Carlos, Die Bürgschaft, Wallenstein, Maria Stuart, Wilhelm Tell und so weiter und so weiter. Er wurde in Marbach am Neckar im Heiligen Römischen Reich geboren. Am 10. November 1968, richtig. Ja, richtig, genau. Richtig, richtig. Am 10. November 1968. Ja. Er starb allerdings im Alter von 45 Jahren. Also genauso alt, wie ich jetzt bin. Ich wollte schon längst zum nächsten Thema übergehen. Achso, entschuldige bitte. Entschuldigung. Am 10. November 1968 startete die Sonde Sojus 6 der UdSSR damals und schickte die ersten Aufnahmen von der Mondrückseite zur Erde. Unglaublich. Das war erst 68. Das war erst 68? Ja, genau. Okay. Jetzt haben wir noch ein Fakt des Tages. Ein Fakt des Tages. Fakt des Tages. Ja. Was ist es? Babys kommen bei ihrer Geburt ohne Kniescheiben zur Welt. Ohne Kniescheiben? Ohne Kniescheiben. Das sind irgendwie wahrscheinlich nur, also das wird dann später erst. Achso. Ja, die entwickeln sich wohl erst später. Wenn man Babys so betrachtet, die haben immer nur so ein Wulster an der Knieseite. Ne? Ja gut, ich dachte, die wäre immer klein und wächst dann halt, also weißt du? Also, aber scheinbar dass sie gar keine haben. Das kommt dann später erst. Nicht, ne? Hammer! Hammer! Ja, das war der 10. November und morgen müsst ihr wieder einschalten, wenn es heißt 11. November, Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi, das ist der Marc Hagenbeck. Ja. Und wir sehen uns. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.